Natürlich ist das schrecklich, da einen toten Menschen liegen zu sehen. Es hat ja nicht nur mit Mord und Totschlag zu tun. Da fragt man sich natürlich auch vor Ort, was hat den Menschen dazu veranlasst, so etwas zu tun. Ich versetze mich in den Täter hinein, schaue, wie ist er vorgegangen, wie hat er bestimmte Sachen angefasst. Samstag, 5 Uhr morgens. Dienstbeginn für die Kommissarin Alena Mewald und Julia Nikolaus beim Kriminaldauerdienst, dem Rund-um-die-Uhr-Dienst der Kriminalpolizei in Hannover. Eine 12-Stunden-Schicht haben sie vor sich. Noch wissen sie nicht, welche Einsätze sie heute beschäftigen werden. Sie müssen auf alles vorbereitet sein. Einbruch, Raub, Überfall oder sogar Tod. In unserem Spurensicherungskoffer sind die ganzen Sicherungsmaterialien, also unter anderem Spurensicherungsfolien, Rußpulver, Pinsel mit entsprechend Rußpulver, Schwarzfolien, Werkzeuge zum Sicherung von Vergleichsglas. Die Taschen sind gepackt. Jetzt heißt es abwarten auf den ersten heutigen Einsatz. 7.52 Uhr. Einbruch in eine Schule. Die Kommissarinnen machen sich auf den Weg. Als Kriminalpolizei sind sie immer zivil unterwegs, tragen im Job keine Uniform. Wir fahren unterschiedliche Einsätze in verschiedensten Bereichen. Wir wissen nie, wenn wir morgens zum Dienst kommen, was uns heute erwartet. Ne? Das kann sein, dass wir wie jetzt zu einem Einbruch in der Schule fahren. Es kann aber auch sein, dass wir zum Tötungsdelikt gerufen werden. Auch was die beiden jetzt beim Schuleinbruch in Wunsdorf erwarten wird, ist noch ungewiss. Vor Ort werden die Kommissarin bereits vom Hausmeister der Schule erwartet. Er hat den Einbruch heute früh entdeckt. Haben Sie es auf der Seite probiert? Ja. Oder war gestern alles nicht? Nachdem in der Pandemie durch Lockdown und Homeoffice die Einbruchszahlen in der Region Hannover gesunken sind, steigen die Zahlen wieder an. 2022 ist der Kriminaldauerdienst zu 1.700 Einbrüchen ausgerückt. Für Alena und Julia kann jedes Detail wichtig sein. Alena ist zusätzlich ausgebildete Kriminaltechnikerin und damit spezialisiert, Spuren am Tatort zu sichern. Vor allem im Fall einer Leiche wird sie als Expertin von ihren Kolleginnen und Kollegen angefordert. Auch Julia wird gerade zur Kriminaltechnikerin ausgebildet. Die Ermittlerinnen und Ermittler des KDD rücken nicht nur bei Einbruch, sondern auch bei Tod, Raub, Sexualdelikten, Brand oder Überfall aus. Wachgruppenleiter Holger Hasse ist schon seit über 20 Jahren dabei und leitet heute das Team, was aus Männern und Frauen besteht. Dass man da an große, kräftige Männer denken muss, nein, das ist nicht so. Gut, zu meiner Anfangszeit waren wesentlich weniger Frauen hier. Das ist jetzt, sage ich mal, 50-50 etwa. Julia und Alena haben sich schon während ihres Polizeistudiums für die Kriminalpolizei entschieden. Das macht mir total viel Spaß, gerade im Hinblick auf die Spurenlage, die teilweise am Tatort zu erwarten ist, die zu sichern, mir zu überlegen, wie ist der Täter vorgegangen, aber auch der Kontakt zu den Opfern, den wir in erster Linie haben. Wir haben ein bisschen weniger Täterkontakt, viel mehr Opferkontakt. Auch im heutigen Fall ist das so, denn noch fehlt von den Tätern jede Spur. Doch was ist das? Alena entdeckt blaue Lackspuren und dazu passender Abrieb. Sie geht davon aus, dass diese Spuren vom Tatwerkzeug stammen und dem später sogar wieder zugeordnet werden könnten. Also hier sieht man, dass der Fensterrahmen relativ stark beschädigt wurde. Man hat mit irgendeinem Hebelwerkzeug teilweise Teile des Rahmens rausgebrochen und entsprechend haben sich hier so kleine Werkzeugspuren im Rahmen abgebildet. So Eindrucksstellen, die ich jetzt mit dem Akkutrans, nennen wir das, versuche abzuformen. Also ich trage das jetzt auf, hoffe, dass sich das gut in die Rillen reinsetzt, damit ich danach die entsprechende Werkzeugform davon habe. Die gesammelten Abdrücke werden später an das Landeskriminalamt weitergeleitet und dort mit einer Werkzeugsammlung abgeglichen. Bei einem Treffer könnte das am Ende sogar zu den Tätern führen. Aktuell wird jeder vierte Wohnungseinbruch in Hannover aufgeklärt. Die Quote ist höher als im Bundesdurchschnitt. Mit einer Taschenlampe sucht Alena im Sekretariat der Schule nach Fußspuren, sogenannten Schuhprofilabdrücken, und hat Glück. Auf einem Blatt Papier entdeckt sie tatsächlich einen Schuhabdruck, den sie mit Hilfe einer Schwarzfolie sichert. Auf der Schwarzfolie kann ich das so ein bisschen im Schräglicht auch ganz gut erkennen, dass der Schuhabdruck sogar ein bisschen überlagert ist. Das heißt, wir haben das Profil da nicht nur einmal drauf, sondern zwei oder sogar dreimal. Aber das wird später auch durch die Fotografie der Schwarzfolie noch besser zum Vorschein kommen.
Das Ausmaß des Einbruchs wird vor allem im Nebengebäude deutlich. Das Lehrerzimmer ist ein einziges Chaos. Inzwischen ist auch die Schulleiterin eingetroffen. Ich bin sprachlos. Ich verstehe das nicht. Wie kann man? Ich kann mir schon vorstellen, dass viele Kollegen verunsichert werden dadurch. Das ist wirklich ein Schlag ins Gesicht aller Leute, die hier gute Arbeit machen. In den meisten Fällen suchen die Täter nach Schmuck oder Bargeld. Hier in der Schule, aber ohne Erfolg. Zurück bleibt ein hoher Sachschaden. Die genaue Summe wird noch ermittelt. 12.30 Uhr, zurück in der Dienststelle. Jetzt muss der Fall erstmal elektronisch erfasst und die Spuren digitalisiert werden. Jetzt machen wir davon ein Foto. Als Kriminaltechnikerin ist die 28-Jährige extra für die Bearbeitung und Digitalisierung der Schuhprofilabdrücke ausgebildet. Ich habe jetzt die Schwarzfolie bearbeitet, sodass ich quasi die Details ein bisschen herausfiltern konnte, damit die besser erkennbar sind. Den fertigen Abdruck leitet sie an das LKA weiter. Besonders im Fall einer Leiche zählt jedes Detail. Denn nicht hinter jedem Tod steckt ein Verbrechen. Das herauszufinden ist Aufgabe der Kriminalistinnen. Dann schauen wir uns natürlich den Leichnam an. Gibt es irgendwelche Risse in den Fingernägeln? Ist bei einer Frau beispielsweise der Nagellack intakt oder hat der irgendwelche Beschädigungen? Dann schauen wir uns den gesamten weiteren Körper an und gucken uns an, ob da blaue Flecke sind, die man nicht erklären kann. Irgendwelche Blutanhaftungen oder sonst was. Ihre Professionalität merkt man der 24-Jährigen sofort an. Trotzdem kennt jeder hier beim KDD auch die Fälle, die einen nicht so schnell loslassen. Das ist von vielen Tötungsdelikten, die ich mittlerweile mit aufgenommen habe oder mit bearbeitet habe, ist das ein Fall gewesen, der mich stark beschäftigt hat. Es ging um einen 14-Jährigen, der einen anderen 14-Jährigen getötet hat. Und dann natürlich die Familien auf beiden Seiten, die das gar nicht wahrhaben können, dass der Sohn das tut. Auf der anderen Seite der Sohn, der nun tot ist. Das ist etwas, das war für mich auch erstmal ein bisschen schwer zu begreifen. Rund 8000 Einsätze gehen jährlich in der Zentrale des Kriminaldauerdienstes in Hannover ein. Die Dienststelle ist für die gesamte Region zuständig. 13.17 Uhr, Einbruch in einem Jugendzentrum. Dieses Mal übernimmt Julia die Spurensuche. An der Glasscheibe kann man mutmaßlich eine Schuhsohlenabdruckspur erkennen. Da ist auch sehr viel Erde dran. Also das war schon mit relativ viel Gewalt verbunden. Anders als am Morgen bei dem Einbruch in der Schule scheinen die Täter hier es nicht wirklich auf Diebesgut abgesehen zu haben. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das Jugendliche gewesen sind. Allein an der Tatsache, dass die Tischplatte angesägt wurde, die Säge hat man beispielsweise da hinten, glaube ich eher, dass die Zielrichtung des Einbruchs Vandalismus gewesen ist. Mit einem sogenannten Forensic Swap versucht Julia, tätereigene DNA an der Säge sicherzustellen. Viel mehr ist hier heute nicht zu holen. Der Fußabdruck ist zu verschmiert, um einen Abdruck zu nehmen, und auch Fingerabdrücke gibt es nicht. Doch dann entdeckt die 24-Jährige doch noch etwas. Wir haben das mit Rußpulver eingerußt und dabei sind uns, ich drehe das hier mal, ja, Papillarlinien aufgefallen. Also ob das, ich schätze mal, das ist vom Handballen oder von der Handinnenfläche, weil das relativ groß ist. Fingerabdrücke, Handflächenabdrücke, das gibt es nur einmal, das sind Individualkennzeichen und die werden wir jetzt sicherstellen. Wenn der Abdruck bereits bei uns in der Datei einliegt, dann kann man das auf jeden Fall zuordnen, sofern genügend Merkmale dabei sind. Bevor es zurück in die Wache geht, sichern sie noch die letzten Spuren. Danach ist Feierabend. Montag, 12 Uhr, Dienstbeginn. Auch heute lässt der erste Fall nicht lange auf sich warten. Eine Seniorin wurde Opfer eines Trickdiebstahls. Ein junger Mann habe bei ihr geklingelt und sich als Verwandter ausgegeben, erzählt die Dame. Er ist mir völlig unbekannt. Und er sagte, ja, ich habe ein Auto gekauft und das andere Auto verkauft und habe ein neues gekauft. Und hatte er so einen DIN A5-Umschlag, so einen Geschäftsumschlag, so einen weißen. Und sagte, ich habe sehr viel Geld, kann ich das bei Ihnen deponieren? Die Seniorin ist völlig aufgelöst. Der Fremde habe sie an der Tür einfach beiseite geschoben und ihr Arbeitszimmer durchwühlt. Angeblich auf der Suche nach einem Versteck für den Briefumschlag.
habe von der fast 90-Jährigen wissen wollen, wo sie ihre Wertsachen aufbewahre und sogar in ihr Portemonnaie geschaut. Das ging so schnell und im Dauerlauf ist er wieder draußen. So was habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Mhm. Musste ich so alt werden. Auch wenn der Täter schließlich ohne Beute flieht, er lässt eine völlig verängstigte Seniorin zurück. In ihrer Wohnung hängen gleich mehrere Zeitungsausschnitte, in denen vor genau solchen Fällen gewarnt wird. Denn die Seniorin war schon einmal Opfer eines Diebstahls. Natürlich hat man Mitleid. Also, sie hat ja schon erzählt, dass ihr schon Schmuck geklaut worden ist. Sie ist total aufgelöst. Das merkt man auch im Umgang mit ihr. Das ist natürlich für sie gerade eine absolute Ausnahmesituation. Julia nimmt sich besonders viel Zeit für die Senioren. Währenddessen sucht Alena nach Spuren. Die Spurensuche gestaltet sich tatsächlich hier etwas schwieriger, da wir zum einen Teppichboden haben und ich kann hier keine Schuhabdrücke sichern. Ansonsten haben wir hier wenig Oberfläche, die sich tatsächlich eignet, nach Fingerabdrücken zu suchen. Hier der Schreibtisch beispielsweise ist nahezu vollständig mit diversem Papier überdeckt. Man könnte im Labor auf dem Papier chemisch nach Fingerabdrücken schauen, aber hier vor Ort kann ich die beispielsweise nicht abrufen und so nach Fingerabdrücken suchen. Auch in der Küche kann Alena keine Schuhabdrücke finden. Generell hinterlassen Trickbetrüger eher selten Spuren. Auch hier haben die Kommissarinnen am Ende kein Glück. Eine mögliche Spur zum Täter könnte sich in den kommenden Tagen aber noch durch die Funkzellenauswertung des Handynetzes ergeben. Die Hoffnung bleibt, denn laut polizeilicher Kriminalstatistik konnten im vergangenen Jahr rund 2/3 aller Fälle in Niedersachsen aufgeklärt werden. Und das auch dank der Arbeit des Kriminaldauerdienstes. Hat euch das Video gefallen? Noch mehr Nachrichten aus eurer Region haben wir immer montags bis freitags um 18 Uhr für euch in unserem TV-Regionalmagazin RTL Nord. Und natürlich hier auf unserem YouTube-Kanal. Also lasst uns gerne Likes und ein Abo da.